Herzlich willkommen zu Tropico 5 und mit dem Eisreiter. Ja, recht herzlich willkommen. Der Ich wollte schon gerade loslegen. und er hat noch ein Lippenbekenntnis, deswegen. Ja, wie ihr seht, ist mein Fleckchen Erde, das ihr da gerade seht bei mir und auch im Eisreiter sein, ein bisschen dünn besiedelt und es liegt daran, weil es unseren Spielstand zerhagelt hat. Mal Genau. wieder. Ja. Ja, und jetzt versuchen wir es einfach nochmal neu in der Hoffnung, es funktioniert diesmal besser. Wir haben jetzt einige Male das ausprobiert mit Speichern der Spielstände und wieder laden. Es hat bis jetzt immer wieder funktioniert. Ich weiß nicht, wieso es nicht beim letzten Mal geklappt hat, keine Ahnung. Ja, leg mal los. Gut, ja, legen wir los, würde ich sagen. Bauen wir Straßen, bauen wir Häuser und dann gucken wir, dass es klappt. Ja, in der Hoffnung, es klappt diesmal. Sein Majestät braucht Geld, um einen neuen Weil das baue ich Unterwasserterminal jetzt nicht zu errichten. nochmal. Er will, Das ist echt nervig, wenn sich drauf verlässt und dann funktioniert der Mist nicht. genau. So, wir hatten das ja schon mal bei, wie heißen die anderen beiden Spiele? Crusader Kings, da ging was Ja, nicht. da hatten wir das mal ausprobiert, weil das wollten wir eigentlich als nächstes machen zusammen. Da hatten wir auch solche Probleme. Und da hat es ja dann auch nicht funktioniert. Also und da bei Tropico hat es eigentlich alles auf Anhieb funktioniert. Da mussten wir nicht groß irgendwas rumstellen und so an einem Betriebssystem, weil wir auf unterschiedlichen Systemen unterwegs sind. Also ich habe Windows und der Eisreiter ist mit Linux unterwegs. Genau. Und bei Tropico hat es alles einwandfrei gehabt, bloß das blöde Speichern jetzt plötzlich nicht. Ja. Also das war echt schon ein wenig frustrierend. Genau. So, jetzt muss ich mal gucken. So. Jetzt muss ich erst nur ein paar Hütchen bauen. Und halt, ich wollte noch was anderes bauen. So. Ja, gucken wir, dass wir das irgendwie hinkriegen hier jetzt, ne? Aber da sind ja jetzt Lerneffekte, die wir haben. Das ist ja auch schön, ne? Ja, what's up? Gut. Was hat Grüße, er mein hier? Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Silberpaket. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ja, das habe ich Ihnen auch genommen dieses für die Handelsdinger. Ich Anerkennungsschreiben für Ihre glaube, das Erfolge ist im Namen ausreichend. des Königs Zumindest ist meine Okay. Erfahrung. Und die nächste Frage hast du die auch schon beantwortet. Und die nächste Frage hast du die auch schon beantwortet mit die da kommt mit Staatskassenzuschuss oder zusätzliche Mandatsverlängerung? Ja, Staatskasse habe ich diesmal genommen, weil Mandat habe ich noch genug. Okay, wollen wir hoffen. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, wir sind jetzt 4 Jahre, müssen es Ja. sein. Also das langt Gut. dicke. Ich habe eher die Geldsorgen immer. Okay. Das lassen wir da mal weg. Gut. Oh, da ist schon wieder was Ich baue schon möglich. wieder fast so ähnlich wie gerade eben, also im Ja. vorhergehenden Spiel. Ich habe schon wieder Okay. dieselben Standorte im Herbst gesucht, also beinahe. Ja, bis jetzt war ja nichts negativ aufgefallen, ne? Bei dem Spielstand. Gut. Dann bauen wir, was das Zeug hält. Was muss ich denn dafür haben, dass das geht? Ich soll eine Bibliothek bauen, kann die aber nicht bauen. Auch schön, ne? Brauchst du Geld oder was? Wahrscheinlich, genau das ist es. Ja, weil die kostet glaube ich 5.000 oder wie viel waren das? 5.000, ja. Ja, und das funktioniert ja dann auch nicht, einfach aus dem Grunde, weil noch keine Bibliothek da ist. Deswegen hat man noch keine Forschung, oder? Ja, genau, die brauchst du nämlich. Gut, das heißt, wir müssen mal gucken, was wir loswerden können, oder?
Ja, muss halt warten, bis das nächste Schiff da ist. Dann kommt ja erstmal wieder der warme Geldregen vom König. Und dann noch die Exporte, was du hast, die Standarddinger. Ja, aber da ist Export Gold, aber ich habe doch gar kein Gold, oder? Das muss ich auch erst produzieren, ne, oder? Sehe ich das ja, falsch? Ja, brauchst du Goldmine für Export. Also für den extra Export. Ne, ich meine den normalen. Du hast ja, wenn du im Hafen bist, hast du auf der linken Seite die normale Schiff, was da landet, und auf der rechten Seite das Schiff mit den extra Handel-Exporten. Ja. Und alles, was Überfluss ist, landet normalerweise auf der linken Seite. Außer du hast einen speziellen Handel, dann landet er auf der rechten Seite. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Aber für den, weiß nicht, da brauchen wir erstmal irgendwas, das was die überhaupt machen. Haben wollen. Das ist ja das Problem am Anfang. Super. Jetzt exportiere ich gerade etwas, was gar nicht hab wahrscheinlich. Auch schön, ne? Kann ich das noch ändern? Wie bitte? Jetzt exportiere ich was ich gar nicht hab. Kann ich das dann auch noch ändern? Kannst, glaube ich, abbrechen. Musst du mal gucken, ist da nicht rechts unten? Ah, Shift jetzt? Daumen, genau, runter, Daumen runter, ne? Genau. Was wollte ich denn jetzt machen? Das habe ich schon wieder vergessen, weil ich war nämlich auch gerade im Handel drin. Ich wollte mal gucken, was sie brauchen. Gut, das ist es. Gut, wollen wir hoffen, dass das funktioniert. Da ist schon wieder was über dem... Das zügellose Liebesleben in ihrer Familie hat zu einer unerwarteten Schwangerschaft geführt. Gut. Jetzt gab's Geld vom König. Jo. Aber das reicht noch nicht. Gut, da ist schon wieder was aufgepoppt. Seine Majestät hat die besten Architekten eingestellt, um seinen neuen Unterwasserpalast. Na super, jetzt muss ich Baumwolle exportieren und hab so ein Schiff da angeordert, dass das auch wegbringen soll. Auch schön, ne? Ist das am Ende des Gleises, die Kisten, die da stehen, die dann exportiert werden, beziehungsweise ausgeschifft werden? Ja, ich muss gerade einen Dialog lesen, Moment. Okay. Transport, wie immer. Das wird das Bauunternehmen sein, ne? Ja. So. Jetzt, was hast du gemeint? Wenn ich am Hafen bin, da ist ja das Gleis zu Ende von dem Kran und da sind links Kisten und das sind die Normalgüter und rechts ist mein Spezialgebiet dann. Auf diesem Holzplateau steht das dann, ja? Ja, genau. Und du siehst auch, wenn ein Schiff reinkommt, dann verschwindet es dann auch wieder. Okay. Gut. Okay. 10 Bürger kamen in Tropico an. Hoffentlich haben die auch Geld mitgebracht. Tja. Wenn du Geld brauchst, solltest du vielleicht eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten. Genau, das ist eine coole Idee. Diese Insel heißt nicht zufällig Katar, ne? Nee. Ist ja echt gemein, was du jetzt gerade gesagt hast. Ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit. Ja, ich habe da nicht gesehen jetzt da über die Zustände da unten in Katar, das ist ja nichts mehr feierlich. Also für die Arbeiter, die da unten. Ja, ist klar. Das ist ja auch egal, ob da welche sterben oder nicht, ne? Das interessiert auch keinen, ne? Die Malochen da, ne? Ja. Vor allem, die kommen ja aus allen Herrenländern, die es so gibt, ne? Also Nepal und so. Ja, klar, ja. Da, wo sie am billigsten sind, ne? Ja. Und ich habe das mal für diese Formel-1-Strecke so ein Ding da gesehen, so eine Doku, da habe ich auch noch so gedacht, ne, das hört sich ja alles super toll an. Ich glaube nicht, dass das so toll ist, was da ist. Ja.
Oh, guck mal, Baumwolle exportiert. Das hat schon mal was geklappt. Das ist doch schon mal schön. Ach so, wir müssten mal hier unten hin. Aber die läuft dann schon, die Forschung. Das ist auch schön. So. Ich wollte doch irgendwas handeln. Das habe ich schon wieder vergessen, echt. Na, das ist aber schlecht, oh. Ja, denke ich mir auch gerade. Und das, was ich handeln wollte, das haben die nichts mehr im Programm. Super. Gut, sind keine Schiffe verfügbar. Das ist auch schön. So, da wollte ich noch eine Straße bauen. Das mache ich jetzt auch. Ich habe schon wieder kein Geld mehr, sehe ich gerade. Ja, gut. Das ist auch bei mir so. Du bist nicht allein. Und dann steht da noch ganz trocken, Straße ist zu kurz. Macht uns ja nichts, ne? So, ein Schiff, drei Bürger sind gekommen. Wie hieß das? Ein Schiff wird kommen. Ja. Ah, da kommt es tatsächlich auch schon. Das ist doch schön. Und bring bitte viel Geld mit. So, das sind so, die Kisten sind jetzt gleich weg, oder wie sehe ich das? Luke geht auf, Kisten sind weg, alles klar, passiert, so wie du es gesagt hast. Ja. Ich habe aber immer noch Minus, das fällt mir gar nicht. Okay. Interessant, jetzt holt er tatsächlich noch eine Kiste von der falschen Seite und schmeißt die da rein. Ja, das ist... Naja, animierte Grafik, ne? Naja. Aber der packt ja immer noch permanent rein. Ich habe gerade Glück, dass immer was noch reinkommt. Schön. Komm, noch eine Karre, stell noch schnell was hin. Das Boot ist noch da. Wunderbar. Ist nur die Frage, ob wirklich alles, was ich da sehe, auch so beladen, verkauft wird, ne? Mhm. So, Geld stand durch Überweisung der Krone etwas besser geworden wieder. Ja, bei mir auch, aber ich bin immer noch im Minus. Ja, ich auch. Viel. Ich auch, genau so sieht's aus. Wir sind wohl ziemlich identisch gerade. Ja, jetzt habe ich für die Bibliothek keinen Menschen, der das machen kann, oder wie sehe ich das? Müsste ich einen Gastarbeiter engagieren, ne? Wahrscheinlich. Oder? Funktioniert aber auch so, ne, die Forschung, oder? Wie bitte? Die Forschung funktioniert auch so, Hauptsache die Bibliothek ist da, ne? Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, du brauchst da jemanden drin, kann das sein? Wo Weil sonst werden ja keine Forschungspunkte generiert, ne? Okay. Ja, dann hat das keinen Sinn. Dann müssen wir da mal gerade einen Gastarbeiter holen. Ja, manchmal musst du dir jemanden holen. So. Was machen wir denn jetzt? Oh ne, wir machen gar nichts, weil ich habe nämlich schon wieder kein Geld. Das gibt's doch nicht. Ja, es läuft gerade nicht so mit dem Geld so gut. Das liegt bestimmt am Spielstand. Ja. Ja, okay. So, nächstes Schiff kommt mit 23 Bürgern. Fast die Vermutung, das kommt bei dir eher wie bei mir, da ist doch was faul. Ist wieder bestochen oder so, ne, dass sie erst bei dir vorbeifahren. Wahrscheinlich. Da stehen wieder nur zwei Kisten im Hafen, auch doof, ne, wären das nicht mehr? Das wäre nicht mehr, glaube ich. Das ist nur als Info. Aber so ein Gimmick, okay. Ja. Aber jetzt müsste es reichen für meine Aufgabe, oder? Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs. So, jetzt müssen wir mal was anderes bauen.
Was ist denn mit meinem Handel? Passiert da auch was? Ja, ich hab... Ach so. Weil nämlich das eine Schiff, das Handelsschiff, war nämlich auch gleichzeitig mit dem anderen, mit dem normalen Transporter gekommen. Und es war die ganze Zeit nur da so rumgestanden. Mhm. Also aber jetzt ist mir ist das Handelsschiff noch nicht gekommen. Glaube ich. Soweit ich das im Auge hab. Auch schön. Naja, wir werden sehen, was uns das jetzt gerade alles bringt. Ich habe schon wieder solche, so viele Hütten hier rum. Wellblechhütten oder was? Ja, ja. Dann musst du mehr normale Häuser bauen, damit die nicht selber da aktiv werden. Ja, das habe ich ja ein bisschen schon so verteilt, aber irgendwie mögen sie das nicht. Das sind wahrscheinlich Spartaner. So, jetzt muss ich noch einen Laden bauen. Und den fand ich wo da? Für dich bauen wir den. Großartige Neuigkeiten. Und schon wieder Minus. Okay, die Forschung funktioniert. Ja. Der Gastarbeiter ist auch da, es sind gleich auch drei da sozusagen, auch schön, ne? Weil drei Gesichter sind ja auch drei Leute, oder? Jo. Aber das ist auch so, wahrscheinlich kommen da welche mit ins Land, die dann gebildet sind, oder? Ja, mit doch. Zum Schiff, und ne? Manchmal gibt's auch Spezialaufgaben. Das siehst du, wenn die Revolutionsführerin, die eine Frau, sich da meldet mit Spezialaufträgen, dann kriegst du mal bei manchen Aufträgen, die du erledigst, kannst du als Belohnung drei gebildete Leute. Okay. Die ja, stimmt, gebildete Revolutionisten stand da, glaube ich, letztens. Ja, genau. Und dann kriegst du halt drei Stück von denen. Die haben dann Uni-Abschluss und dann kannst du wieder ein paar Gebäude damit versorgen, beziehungsweise die gehen ja automatisch dann dahin, wo sie hingehören. So, das können wir auch machen. Zwei Wachtürme bauen soll ich. Schon wieder kein Geld mehr, das gibt's doch gar nicht. Der hat jetzt Waren im Wert von 6.000 Dollar exportiert, habe ich da. Ich bin schon wieder mit 5.000 in Miesen. Nee, da habe ich jetzt schon ein klein bisschen Plus geschafft. Jetzt sag mir mal eins. Was ist das, so blöder Wachturm überhaupt? Jetzt kommt hier so eine Aufgabe, was ist eine neue Schmugglerhandelsroute? Ist das so ein zusätzlicher Schliff dann? Boah, da bin ich jetzt überfragt. Wahrscheinlich, ne? Das kann sein. Ich nehme die einfach fertig. Dann weiß ich, was es ist. Aber da steht, es sind keine Schiffe verfügbar. Auch doof, ne? Hast wahrscheinlich zu viel Handel schon. Du hast, also am Anfang hast du nur eins. Ja, und ich habe jetzt gedacht, die nächste Aktion, dass ich eine neue Handelsroute kriege für die Belohnung da, aber das ist wohl nicht so. Auch schade, ne? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt soll ich drei Luxusvillen bauen, ey. Wegen so einer blöden Mandatsverlängerung. Tja. Jetzt habe ich keine Forschung wohl mehr, ne? Kann das sein? Genau so ist es. Gut, aber ich will dich jetzt nicht vom Bauen abhalten, Balthasar. Ich habe gerade eben schon drei Luxusvillen gebaut. Aber es geht jetzt darum, dass wir vielleicht doch an diese Folge erstmal beenden sollten, ne? Ja, in der Hoffnung, man kann sich auch speichern. Ja. Gut, okay. Dann versuch mal dein Glück. Ich warte darauf. Ja, wollen wir uns vorher verabschieden, oder? Speicher doch erstmal. Ja, vielleicht können die Zuschauer gleich sagen, shit, wir brauchen da nicht mehr weitergucken.
Das können wir dann nämlich gleich mitteilen, denke ich mal. Probier das Speichern bitte aus und wenn das nicht klappt, denke ich mal, dann haben wir irgendwie ein Speicherproblem und können die Serie ja nicht mehr weitermachen. Also ich habe gespeichert, aber jetzt ist es wieder nicht passiert, es oder? Es ist nicht passiert, genau so ist es. Doch, jetzt kommt's. Jetzt habe ich den Bildschirm. Kann es sein, dass das Speichern nur funktioniert, wenn man im Spiel drin ist? Genau, wahrscheinlich. Okay, liebe Zuschauer. Also wenn man halt auf Pause ist? Wahrscheinlich. Vielleicht das könnte sein. Also, liebe Zuschauer, ihr dürft noch weiter gucken. Das Spiel ist gespeichert. Okay, danke fürs Zuschauen. Tschüss, und bis zum nächsten Mal. Macht's genau, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.